Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier aus der Petrikirche. Ich freue mich, dass Sie zuschauen zu Hause an dem Bildschirm, dass ihr dabei seid, damit wir zusammen Gottesdienst feiern an diesem Sonntag. Herzlich willkommen und wir werden nun gemeinsam hier in der Kirche beginnen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Das ist der Titel der Orgelmusik, die wir gerade als Eingangsmusik hörten, von Antje Glöckner gespielt. Variationen zu einem bekannten Kanon. Ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst aus der evangelisch reformierten Petrikirche in Minden. Mein Name ist Bernhard Speller, ich bin Pfarrer der Gemeinde. Das Wort Gottes steht im Mittelpunkt dieses Sonntages zwischen Epiphaniaszeit und der Passionszeit. Sexagesime heißt dieser Sonntag. Das Wort Gottes, es trifft Menschen mitten ins Herz. Es berührt Menschen seit langer, langer Zeit. Das Wort Gottes, das etwas ganz Besonderes in sich trägt, eine Kraft, die man kaum beschreiben kann. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, so heißt es im Psalm 119. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt die Werke seiner Hände. Thank you.
Wir lesen Worte aus Psalm 119. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich errettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, dein Wort hat über die Jahrhunderte nichts an Kraft verloren. Es schafft Leben und es schenkt Leben. Es offenbart uns deine Liebe. Wir Menschen hören es jedoch in ganz unterschiedlicher Weise. Wir bitten, lass uns auf die Kraft deines Wortes vertrauen und hilf uns, dass wir spüren, dass wir jede und jeder einzelne von uns darin gemeint ist. Berühre uns mit der Kraft, der Liebe und dem Leben deines Wortes durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Amen. Testamentliche Lesung steht im Buch der Weisheit, Kapitel 6. Ich lese die Verse 12 bis 17 aus der Guten Nachricht. Die Weisheit ist strahlend und unvergänglich. Wer sie liebt, dem gibt sie sich schnell zu erkennen. Sie lässt sich finden von dem, der sie sucht. Sie kommt denen zuvor, die nach ihr verlangen. Wer am Morgen früh aufsteht, um ihr zu begegnen, dem macht sie es leicht. Sie sitzt schon vor seiner Tür. Wer über sie nachdenkt, besitzt vollendete Klugheit. Und wer ihretwegen schlaflose Nächte hat, wird rasch alle Sorgen los sein. Sie geht selbst umher und sucht die Menschen, die ihr würdig sind.
Freundlich tritt sie ihnen auf dem Weg entgegen und bei jedem Nachdenken zeigt sie sich ihnen. Das Streben nach Weisheit beginnt mit dem aufrichtigen Verlangen, etwas zu lernen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium im 8. Kapitel. Ich lese zunächst die Verse 4 bis 8. Als nun eine große Menge beieinander war, und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Bauer aus, zu säen seine Saat. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfache Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Liebe Gemeinde, es geht oft etwas daneben. Nicht nur auf einem Acker beim Säen. Man kann daneben gießen, man kann daneben schütten, man kann daneben treffen. Aber im übertragenen Sinne, man kann sich auch daneben benehmen. Man kann mit Vermutungen voll daneben liegen. Oft manchmal wird sogar gesagt, der oder die ist völlig daneben, eben nicht ganz auf der Spur. Worte können ziemlich daneben sein, also unpassend, falsch oder beleidigend. Und im Leben von Menschen kann ganz schön viel daneben gehen. Private Pläne, berufliche Vorhaben oder etwas, was nicht gerade der große Wurf war. Gut, wenn man es rechtzeitig merkt, dass man daneben liegt. Und manchmal ist es auch nicht leicht zu erkennen, was dann das Richtige ist, das Zentrale. Andere merken es manchmal schon viel länger als man selber, wenn man daneben liegt. Aber das Säen, das ist ein schönes Gleichnis, ein bekanntes Gleichnis von Jesus, das er erzählte. Er wählte oft Beispiele aus der Landwirtschaft. Das war vielen Leuten nahe, dort im Norden Israels, in Galiläa, wo viele Bauern lebten, wo viele Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten. Und mich hat dieses auch immer angesprochen, denn was ein Sämann ist, ein Bauer, der sät, das weiß ich seit meiner Kindheit.
Wir hatten selber Felder hinter dem Haus. Wir hatten sogar ein Stück weiter hinter meinem Elternhaus einen großen Wald, der hieß, hatte den Namen 100 Scheffel Saat. 100 Scheffel Saat. Ein Scheffel ist eine große, nicht leichte Schüssel, meistens aus Metall. Heute gibt es sowas, wenn man überhaupt noch von Hand sät, aus Kunststoff. Eine Schüssel, in der Getreide hineinkommt, Saatgut. Das hat man mit einem großen Gurt vor dem Bauch und streut daraus die Saat auf das Feld. Ein Scheffel. Und der Wald, der 100 Scheffel Saat hieß, diesen Eigennamen führte, von dem wusste man, er hat diese Fläche, die man säen konnte, mit 100 Scheffel voller Saat. Ein altes münsterländisches Maß ist das. Auch in Lippe gibt es das Maß Scheffelsaat. 3 Scheffelsaat sind ein Morgen, 4 Morgen ein Hektar. Als Kind, nein, ich war schon etwas größer, aber ich glaube, es war vielleicht 12, 13, noch nicht konfirmiert, da war mein Vater relativ krank. Und es stand an, Getreide auszusäen. Und ich habe ihm angeboten, Papa, ich habe das ja schon oft gesehen, ich mache das einfach für dich. Und er sagte, ja, mach das mal. Und er zeigte mir, was ich nehmen soll. Ich kannte ja den Scheffel, habe ihn vollgepackt, meine Mutter half mir dabei und ich fing an zu säen. Und ich säte aus der Hand heraus, so wie ich es gesehen habe. Nach einer Weile rief unser Nachbar vom Nachbargrundstück rüber, auch ein Bauer, der hatte noch viel mehr Land als wir. Du, ich muss dir das mal zeigen. Ich weiß, dein Papa ist krank. Ich helfe dir mal. Und er zeigte mir, wie man das macht. Hineingreifen in den Scheffel, das Getreide in einmal gleichem Schwung vor dem Körper her in einem Bogen aus der Hand herauswerfen. Immer gleichmäßig. Als dann einige Wochen später das Getreide aufging, dann konnte man genau sehen, an welcher Stelle ich war, als er mir das erklärt hatte. Denn vorher war das Getreide an einigen Stellen ganz dünn, an anderen Stellen ganz dick. Man konnte sehr viele Unregelmäßigkeiten bei diesem frischen Grün dort im Boden erkennen. Aber da, wo er es mir gezeigt hatte, da sah es schon ziemlich gut aus und ich war ganz stolz. Säen. Dabei kann eine Menge daneben gehen. Man muss es schon ein bisschen lernen, das richtig zu machen. Jesus erzählt es als ein Beispiel für das Wort Gottes. Beim Wort Gottes kann anscheinend auch vieles daneben gehen. Hier in diesem Gleichnis meint er, da fällt manches auf den Weg und anderes fällt unter die Dornen. Wieder weiteres wird von Vögeln gefressen und nur ein kleinerer Teil fällt wirklich auf fruchtbaren Boden. Der Sämann, den Jesus beschreibt, der war wahrscheinlich in einer Situation wie ich am Anfang, als mir es noch keiner erklärt hatte. Ich habe versucht, nichts oder weitgehend nichts auf den Weg zu werfen. Jesus erklärt nachher dieses Gleichnis. So geht der Bibeltext nämlich weiter, eins der wenigen Gleichnisse, das von Jesus selbst erläutert und erklärt wird. Da heißt es weiter ab Vers 9, die Jünger fragten Jesus, was denn dieses Gleichnis bedeuten soll. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen heraus, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie aber, wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit
wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben so bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem Herzen und bereitwilligem Sinn hören sie das Wort. Sie halten fest daran, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Jesus erklärt eindeutig, was es mit diesem Gleichnis auf sich hat. Das Wort Gottes ist immer das Gleiche. Von jeher das eine Wort Gottes. Es kommt von Gott und es sagt immer das Gleiche. Aber es wird eben unterschiedlich aufgenommen, gehört. Manche hören vielleicht gar nicht richtig zu, weil es nie gelernt haben zu hören. Oder weil es nicht spannend genug wirkt, dem zuzuhören, der da redet. Andere, so hören wir, die sagen, oh, das war ja ganz schön, das war ja ganz prima, das berührt mich sogar, aber schon am nächsten Tag scheint das vergessen zu sein, was das Wort Gottes doch gerade noch im Herzen bewegt hat. Und dann eben die, die ihr Leben auf den Kopf stellen, dadurch, dass sie das Wort hören. Sie bringen Frucht, heißt es. Das heißt, in ihrem Leben passiert etwas, was für andere sichtbar ist, was für andere wertvoll wird und natürlich für denjenigen selbst. Aber am Anfang, es gibt auch die, und hier redet Jesus von Teufel, der kommt, der das Wort wieder aus ihren Herzen wegnimmt. Ich weiß nicht, wie dieses Wort hier in der Geschichte der Kirche immer ausgelegt wurde. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es immer wieder Situationen gab, dass es Menschen gab oder dass es Situationen gab, die geradezu teuflisch waren und aus den Herzen der Menschen das herausriss, was sie doch eigentlich gut fanden. Wenn Diktaturen Menschen unterdrücken, dann war es schon oft so, dass die Menschen klein beigeben, sich dem beugen, was dann vielleicht verboten ist. Oder dass eben die Verlockungen des Lebens so groß sind und die Abwägung, dass es einfach vergessen wird, was einen sonst vielleicht schon bewegt hat. Sicherlich, auch als religiöser Mensch kann man nicht an jedem Tag immer nur religiös denkend, glaubend denkend durch die Welt gehen. Man muss oft genau das tun, was gerade getan werden muss. Man muss auch einfach mal unbeschwert irgendwelche schönen Dinge machen. Danach sehen wir uns ja gerade jetzt in dieser Zeit, unbefangen etwas machen zu können. Aber doch, wenn Grenzen da sind, wie die Grenzen dieser Zeit, in der wir gerade jetzt leben, aber auch Bedrängnisse, wie sie die Menschen schon in vielen Ländern dieser Welt immer wieder und seit alten Zeiten erleben mussten. Die ersten Christen zur Zeit der Römer, es war alles andere als leicht, ein Christ zu sein. Später in der Reformationszeit etwa die, die für ihren Glauben einstehen wollten. Menschen, die etwas aufbauen wollten, die sich auch Regierenden entgegenstellten, die zwar religiös taten, aber doch nur ihre Macht im Sinn hatten. Oder auch, wenn wir auf unsere Geschichte in unserem Land sehen, die, die sich sehr schnell vor einen Karren spannen ließen, durch selbsternannte Führer, durch Menschen, von denen sogar gesagt wurde, sie sind selbst so etwas wie der Heiland für ein Volk. Dann war das Wort oft anscheinend nicht stark genug eingepflanzt. Die Angst war größer, manchmal aber auch die Möglichkeiten, die man bekam. Das Wort Gottes wird schon immer stark von teuflischen Zusammenhängen bedrängt. Und manchmal wurden gerade die, die
auf der Seite dieses Wortes unterwegs waren, verfolgt und ihnen wurde nachgesagt, dass sie im Unrecht seien. Hundertfache Frucht trägt aber das Wort, wenn es wirklich auf fruchtbaren Boden fällt. Was heißt das? Für einen selbst kann das vielleicht heißen, das Wort Gottes motiviert mich, bestimmte Dinge für mich zu denken, Trost zu finden, aber vor allem auch Wege und Entdeckungen zu finden, um für andere Menschen in besonderer Weise da zu sein. Frucht bringen, gute Werke heißt es an anderen Stellen, das ist sozusagen das, was aus dem Glauben herauswächst. Nicht so rum wird ein Schuhbaus, man muss Gutes tun und dann ist man ein guter Christ, sondern weil man Gott vertraut, weil er im eigenen Leben Platz hat, ist man bemüht, für andere Menschen, für die Umgebung Gutes auf den Weg zu bringen, Rücksicht zu nehmen, für andere da zu sein. Für eine Kirchengemeinde ist das ganz besonders wichtig. In unserer heutigen Zeit erleben wir es ja oft, dass es viele gibt, die am Rand stehen, die vielleicht doch einen Blick auf ihre Gemeinden haben und trotzdem ein Stück weit abseits sind. Oft ist es schwer einzuschätzen, was das macht. Wichtig ist jedoch, dass diese Menschen wissen, dass das Wort im Mittelpunkt steht. Das Wort Gottes, in dem Liebe, in dem Leben, in dem Zuwendung, in dem Gerechtigkeit und Recht eine ganz besondere Rolle spielt. Und ganz besonders eben Frieden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. So hieß es eben auch in dem Psalm, den wir gesprochen haben. Ein Vers, der für viele Menschen Konfirmationsspruch geworden ist, Lebensmotto. Das Wort Gottes als Licht auf dem eigenen Weg. Das Wort Gottes als Ratgeber in Situationen, in denen man nicht weiter weiß. Das Wort Gottes als Wegweiser, wenn zwei verschiedene Wege vor einem liegen und man nicht weiß, ob man nach da oder nach dahin abbiegen soll. Das Wort fragen. Oft sucht man natürlich in Buchstaben, die gedruckt sind, vergeblich danach. Aber wenn man doch sich vorstellt, den, der da beschrieben wird, den, der da dieses Gleichnis erzählt hat, Jesus Christus, dann kann man ihn ja im Geiste, im Sinne fragen, Jesus, was würdest du denn dazu sagen? Was soll ich tun in dieser Situation? Wie soll mein Weg gehen? Hast du einen Rat für mich? Letztlich gibt man sich dann die Antwort selbst, aber man hat diese Hilfe in Anspruch genommen von dem, der oft der wesentlichste Ratgeber für Menschen war und noch ist, Jesus Christus. Sein Friede ist höher als all unsere Vernunft. Sie möge eure Herzen und Sinne bewahren. Amen. Thank you.
Beten und Fürbitte halten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit unserem Gebet, denn wir vertrauen auf deine Verheißung. Das, was wir bitten, uns gegeben wird, so rufen wir zu dir, dass du dein Wort in diese Welt hinausrufst, damit alle Menschen darauf hören und danach leben. Denn dein Wort ist Leben, Hoffnung und Zuversicht. Lass dein Wort wirken in einer Welt, die nicht mehr zuhören kann. Öffne nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen der Menschen, damit sie deine Liebe erkennen und bereit werden, in Liebe anderer Menschen zu begegnen. Lass nicht zu, dass Menschen in Hass auseinandergehen, sondern hilf, dass sie Wege der Versöhnung finden. Gebrauche du uns, damit auch wir als Friedensstifter wirksam werden können. Lass dein Wort wirken in einer Welt, die lieber Waffen sprechen lässt. Gib, dass Massenvernichtungswaffen nicht länger zum Einsatz kommen, sondern konsequent abgebaut werden. Hilf, dass verfeindete Länder aufeinander zugehen und sich nicht weiter voneinander entfernen. Stärke die Vereinten Nationen, dass sie nicht zum Spielball einzelner Supermächte werden, sondern dass das Ziel einer in Frieden lebenden Völkergemeinschaft stetig vorantreibt. Hilf uns, für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einzutreten. Lass dein Wort wirken in einer Welt, die sprachlos geworden ist, angesichts von Krankheit und Tod. Hilf, dass wir begreifen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, weil du den Tod überwunden hast. Schenke Trost denen, die trauern, und Hoffnung denen, die drauf und drauf sind, die Hoffnung aufzugeben. Mache uns zu Trägern des Lichtes, das von dir kommt und die Dunkelheit erhält. Lass dein Wort wirken in einer Welt, die von Neid und Missgunst durchdrungen ist. Leite alle, die für die Verteilung des Corona-Impfstoffs verantwortlich sind, und schenke uns Geduld zu warten, bis wir an der Reihe sind. Hilf, dass wir bald wieder ein Leben ohne Einschränkungen führen können. Vieles bewegt uns, besonders in dieser Zeit. Vieles bedrückt uns auch. Wir bringen in der Stille all das vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Dir vertrauen wir, Gott, und wir beten zu dir mit den Worten deines Sohnes: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auf euch und schenke euch Frieden. Amen.